Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen in meinem neuen Video. Wir werden heute eine Amazon-Perücke testen. Again. Sie hat ebenfalls 4,5 Sterne und ich bin mehr als gespannt, ob sie genauso gut ist wie die andere, die so gut bewertet wurde. Ich werde jetzt also die Perücke anprobieren und dann sehen wir uns gleich wieder. Die glänzt halt auch nicht so krass. Also, finde ich sehr erstaunlich. Welcome back, liebe Leute, mit einer neuen Frisur. Ich bin, was die Perücke angeht, absolut zwiegespalten. Sie ist gut verarbeitet, sie fühlt sich gut an und wenn man die Perücke jetzt noch ein bisschen höher schieben würde, würde sie auch relativ echt aussehen. Ich finde es so persönlich, es wäre kein Hairstyle, den ich so tragen würde. Auch auf den Bildern sieht es anders aus, aber es liegt daran, dass die Perücke höher gezogen ist. Wo wir direkt zum Manko kommen. Ich habe einen kleinen Kopf, ich habe das Gefühl, die Perücke hält nicht. Sobald ich die Perücke höher ziehe, damit der Pony so sitzt, wie er sitzen soll, rutscht die Perücke auf meinem Kopf hin und her und sie hat keinen Halt. Das heißt, ich trage die Perücke jetzt so, wie ich sie eigentlich ungern tragen würde. Ich würde sie halt gerne so verwuscheln mit dem Pony, muss ich sagen. Das wäre jetzt so mein bevorzugter Style. Aber an sich, die Perücke ist gut verarbeitet, die Perücke glänzt nicht zu stark, Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut bei der Perücke. Ich kann nicht meckern. Die Perücke sieht ganz cool aus, aber ich persönlich würde sie wahrscheinlich nur zu Karneval tragen. Das liegt daran, dass die Perücke nicht so tragbar ist für meinen Kopf, wie ich sie gerne tragen würde. Ich würde nämlich die Perücke gerne ein bisschen höher tragen, um den Pony tatsächlich gerade zu tragen. Das Problem ist, dass auch jetzt gerade in diesem Moment, während ich hier rede, ich fühlen kann, dass die Perücke sich bewegt. Sie hat keinen festen Sitz, sie sitzt nicht richtig. Mein Kopf ist für diese Perücke einfach zu klein. Für alle Leute mit kleinem Kopf, ich bin mir nicht sicher, ob diese Perücke bei euch halten wird. Bei mir hält sie auf jeden Fall nicht so gut. Ihr werdet jetzt Zeuge, wie die Perücke immer weiter hochrutscht und immer weiter hochrutscht und immer weiter hochrutscht. Seht ihr das? Die Perücke hält nicht. Gleich wird es mir vom Kopf fallen, deswegen ziehe ich sie mal wieder nach vorn. Das Ding ist, ich muss bei mir, weil ich so einen kleinen Kopf habe, die so weit nach vorn ziehen, dass der Pony, damit es wirklich gut sitzt, ungefähr so auf dieser Höhe ist. Das heißt, für alle Leute mit kleinem Kopf kann ich es nicht empfehlen. Ich würde gerne wollen, dass die Perücke so wie auf dem Bild sitzt, Leute. Kann ich aber nicht. Das sieht bei mir doof aus. Auf dem Bild sitzt die Perücke ungefähr so, aber erstens sind hier ein paar Überhaare, die würde ich einfach abschneiden, würde ich die Perücke behalten wollen, aber ich werde sie zurückschicken, weil ich habe einen zu kleinen Kopf dafür, Leute. Auf jeden Fall würde ich gerne wollen, dass die Perücke so sitzt. Das funktioniert nur bei meinem Kopf nicht. Ich habe die Perücke wieder ausgezogen, liebe Leute. Sie rutscht die ganze Zeit hin und her. Wenn ich sie so tragen würde, wie ich wollen würde, würde sie mir ständig in den Augen hängen oder mir direkt vom Kopf fallen. Und ich habe einfach in einem Satz zusammengefasst einen zu kleinen Kopf. Das ist also kein Manko an der Perücke selber und auch nicht an der Produktion oder an der Qualität. Es ist wirklich individuell, mein Kopf ist zu klein, ich kriege die Perücke nicht eng genug. Was ich aber wirklich mal hier anmerken muss, ich verstehe die 4,5 Sterne. Ich würde wahrscheinlich auch 4,5 Sterne geben, würde die Perücke nicht so rumrutschen wegen meines Kopfes. Alle anderen Punkte erfüllt die Perücke nämlich. Ich kann da halt einfach nicht meckern. Individuell kann ich da jedoch keine 4,5 Sterne geben, einfach weil die Perücke bei mir nicht sitzt. Grundsätzlich kann ich aber auch nicht behaupten, dass die Perücke schlecht ist, nur weil ich einen zu kleinen Kopf habe. Falls ihr also zu den Menschen gehört, die keinen Minikopf haben, aber gerne diese Perücke ausprobieren wollen würden, bestellt sie euch, ihr könnt sie auch einfach wieder zurückschicken, wenn sie nicht passt. Ich werde mit traurigem Herzen die Perücke leider auch zurückschicken müssen. Dankeschön fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr habt das Video genossen und ihr feiert solche Perücken-Anprobier-Videos. Falls ihr die Perücke selber anprobieren wollt, Link ist in der Infobox. Falls ihr einen zu kleinen Kopf habt, weiß ich nicht, ob es passt. Ihr könnt sie aber einfach wieder zurückschicken, wenn nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen super, super schönen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder.